Athleten haben gemeldet für diesen Sprint. 5 haben kurzfristig zurückgezogen. Das kennen wir aus den letzten Tagen. Viele Mannschaften klagen über Infekte. Und mit ihm wollen wir rausgehen. Wir haben die Möglichkeit, die Startnummer 2 aus Schweden, Nyquist, nicht dabei. Schauen wir doch mal auf die Strecke, die sehr gut zu laufen ist. Unsere beiden Experten haben es erklärt. Wir sehen jetzt gleich den Anstieg zum höchsten Punkt. Dort wird eine 1-1er-Technik gefragt sein, wie sie Laura links und Sven rechts hier vormachen. Lange Züge, Geschwindigkeit mitnehmen. Jetzt wird es ein wenig steiler. Dort laufen sie in einem Technikwechsel, um die Geschwindigkeit hochzuhalten. Und wenn man hier oben ist, an diesem Punkt, dann weiß der Athlet, so, jetzt kommt eine lange Abfahrt, die heute gut zu fahren ist, die heute, weil griffig, weniger Muskulatur beansprucht als gestern. Insofern werden sie auch relativ gut ausgeruht, hier links um die Kurve dann an den Schießstand kommen, um wirklich gut schießen zu können. Und ich denke, die 0-0, also 100% sind heute Pflicht, um wirklich ganz vorne anzukommen. Und bei all diesen perfekten Bedingungen ist eins klar, diese Strecke ist anspruchsvoll. Das sagen alle Athleten und Athletinnen, die hier bislang drüber gegangen sind, trainiert haben. Joni Mukkala aus Finnland. Ja, für die Männer, zumindest für die, die dann auch noch im Massenstart starten. 3 Rennen an 3 Tagen. Eine richtige Herausforderung, ein Härtetest. 37,5 Rennkilometer wären das, wenn sie alle 3 Rennen bestreiten. Also ein hartes Ding hier am 4. Wochenende in dieser noch jungen Saison. Dann haben wir den Lokalmatador Sebastian Stalder, der so gut reingekommen ist in dieser Saison. Und auf dem die Hoffnungen hier ruhen, zumal Niklas Hartweg angeschlagen ist. Gute Laufzeiten. 5. gewesen schon in Östersund im Einzel. Und hier draußen, da herrscht Ruhe für die Nummer 1, für Pavel Magaseev. Ganz alleine auf weiter Flur. Am steilsten Stück der Strecke an diesem berühmten Mörderbacken, wie es ihn in Falun auch gibt. Und ja, hier sehen wir den Philipp Horn bei der Vorbereitung. Oskar Brandt geht raus. Der Schwede nicht dabei, Sebastian Samuelsson. Er hatte ja schon zu Beginn der Woche gesagt, dass er hier den Sprint nicht laufen wird. Da war noch die Aussicht auf den Massenstart. Die besteht immer noch. Er ist hier am Ort. Gestern hat er dann diskutiert mit Johannes Lukas, seinem Trainer. Nimm mich doch mit rein, mir geht es besser. Aber der hat das gleich abgetan, hat gesagt, im Hinblick auf die Saison, auf den Januar, dürfte das besser sein, nicht zu laufen. Also hat er kurzfristig zurückgezogen, war gemeldet, aber ist nicht dabei. So, dann Vetles Jarstad Kristiansen, der erste aus der starken Riege der Norweger. Im Gesamtweltcup Tarje Bø also vorne und 7 Norweger unter den Top 10 in dieser Gesamtwertung. Ein Deutscher mit Philipp Navrat auf dem 5. Platz und Sebastian Samuelsson auf Rang 2, den er heute sicher verlieren wird, da er einfach nicht antritt und dann ja auch in der Verfolgung nicht dabei sein kann. Andrés Rastogujevs haben wir da gesehen, auch einer der schnellen Leute, auch schon mit einem Top-Ergebnis. Also heute musst du es zusammenbringen, hohes Tempo gehen, fit sein, schießen, auch riskieren. Bedingungen sind tadellos, auch am Schießstand. Insofern, wie Laura und Sven es auch gesagt haben, erwarten wir da sehr, sehr gute Schießeinlagen. Sturlaholm Lagreit, der hat bis jetzt 2 Gesichter gezeigt in dieser Saison. In Östersund 20. im Sprint, 25. in der Verfolgung. Dann in Hochfilzen 2. im Sprint, 4. in der Verfolgung. Nichts Besonderes ist passiert, hat Siegfried Massé gesagt. Er war einfach nur besser am Schießstand. Aber da ist immer noch Luft nach oben. So kennen wir den ambitionierten Trainer der Norweger. Aber die denken natürlich immer ganz am oberen Rand. Definitiv. Und wir dürfen gespannt sein, wie Lagreit heute läuferisch bestehen kann. Und dann haben wir es. Dann ist es soweit. Philipp Horn also für Roman Rees. Hier mit am Start. Und wir drücken ihm sehr die Daumen, dass er die guten Laufzeiten, die er im IBU Cup gezeigt hat, auch hier auf die Spur bringen kann. Ein Sieg im IBU Cup und die Chance, sich einfach zu zeigen im Weltcup. Einer wird ja dann wieder weichen müssen, wenn im Januar Roman Rees zurückkehrt. Das ist so ein kleines Duell, vielleicht mit David Zobel, der momentan dem Rest der Mannschaft in den Ergebnissen zumindest ein wenig zurückhält. Endre Strömsheim, der nächste Norweger,
EBU-Gesamtsieger des Vorjahres, reingekommen in die Mannschaft. In 5 Rennen schon 4-mal unter den Top 8. Also diese norwegische Mannschaft ist auch in diesem Jahr unglaublich stark. In Östersund war es die deutsche Mannschaft, aber sie kommen mehr und mehr. So, Andres Rastogujevs, der lange Lette. Diesem Jahr hat er mal mehr auch alleine trainiert. Sonst immer angelehnt an andere Mannschaften. Der Rumäne Coltea, einer der Athleten, die hier eher keine Rolle spielen werden. Christiansen ist der schnellste Mann, das war klar. In diesen ersten 7 bis zur ersten Zwischenzeit. So, dann Philipp Navrat. Wie erwähnt also, auch der ja schon ein Sieger der Saison zum ersten Mal in seiner Karriere im Sprint war es. In Hochfilzen ist es ihm daneben gegangen, aber auch er als kräftiger, starker, guter Läufer, sicher heute mit Ambitionen. Gut ist, dass es eben sehr hart ist, dass das Gewicht weniger Rolle spielt, mehr die Kraft, die ihm zugutekommt. Also da kann man sich schon was erwarten von Philipp Navrat, sofern er eben gesund ist. Und beste Voraussetzungen auch für ihn. Ah, und Sebastian Stalder, Angangszeit 5,2 Sekunden. Magaseev ist da ordentlich losgestiefelt. Ja, die Renneinteilung ist wichtig. Es ist nicht das Ziel, in der ersten Runde die beste Zeit zu liefern, so wie er es, Johannes Tinjes Bö, machen kann. Er läuft immer sehr schnell an, der Johannes Tinjes. Aber es gilt hier auf 1500 Metern Höhe, sich das Rennen gut einzuteilen. Es ist immer eine Renneinteilungsgeschichte, aber hier kannst du auf der letzten Runde richtig Zeit kassieren. Ja, er wird mit der Startnummer 53 dann das Rennen aufnehmen, also relativ in der Mitte, Tarje dann mit der 43 davor. Und da haben wir Siegfried Massé rechts, der Trainer der Norweger. Er sagt, Johannes Tinjes Bø ist sehr gut zu managen da im Team. Hat ja auch vor der Saison relativ viel alleine gearbeitet. Und hat sich in Hochfilzen fast schon wieder in der alten Form gezeigt. 2-mal auf dem Podium gewesen. Und Vetlesjastad Christiansen ganz vorne mit dabei, auch das zu erwarten. Jake Brown, der US-Amerikaner, 30 Jahre alt. Im Vorjahr einmal in den Punkten gewesen, also auch einer der Athleten eher in der zweiten Reihe zu finden. Dann ist Magaseev da, erstes Schießen, liegender Anschlag auf die kleine Scheibe, 4,5 cm im Durchmesser. Ui. Gleich 2 Fehler. Der Unterschied zum Anschießen jetzt ist, dass es keine Sonneneinstrahlung mehr gibt. Es ist bewölkt, dürfte aber normal kein großes Problem darstellen. Also gleich mit 3 Fehlern belastet. Der Mann aus Moldawien. 450 Meter muss er da extra laufen. Und Lagreit dicht hinten dran bei dieser ersten Zwischenzeit. Ja, da haben wir Benedikt Doll, wie von unseren beiden im Vorlauf von Laura und Sven erwähnt. Und auch du hattest ihn auf dem Zettel von Anfang an gesagt, hast gestern schon gesagt, das ist eine Strecke für Benedikt. Ja, weil sie äußerst anspruchsvoll ist, weil sie eben wirklich auch den inneren Schweinehund fordert. Und Benedikt ist ein Kämpfer und der kann solche Strecken in dieser Höhe gut laufen. Andres Rastogujevs. Ja, auch bei ihm. Kleiner roter Strich für eine Strafrunde, die er absolvieren muss, bevor er zurück kann in die zweite Laufrunde. Christian Brown, Kanadier, 30 Jahre alt aus Kenmore. Da wird ja in diesem Jahr das Weltcup-Finale stattfinden in Übersee. Alle paar Jahre mal das Ziel. Die Woche zuvor dann Soldier Hollow, der vorletzte Weltcup. Da freuen sie sich alle immer was ganz Besonderes, wenn der Weltcup auch mal in ihre Heimat kommt. Bislang nur 2 Rennen bestritten. Christian Gau, das ist ja insgesamt das 6. Einzelrennen für die Athleten in dieser Saison. Und jetzt sind wir gespannt auf Sebastian Stalden. Der ja in läuferisch guter Verfassung bisher war und etwas zurückliegt in der Angangszeit, aber
Er weiß ja, wie er hier laufen muss. Er ist ja hier zu Hause. Ich denke mal schon, dass er sich das Rennen eben gut auch einteilen kann. Ja, sauberes Schießen, das hier gefeiert wird. Remo Krug, der Trainer am Glas. Sebastian Stalder also gibt sich hier keine Blöße. 5 Treffer für ihn. Und mich fasziniert immer diese Anfangszeiten auch von Sebastian. Um die zwischen 10 und 11 Sekunden für den ersten Schuss. Es ist also unheimlich, was sich hier getan hat in den letzten Jahren. Die schnellen Schüsse zum ersten Schuss hin, das ist schon gewaltig. Ja, Tommaso Giacomel, der Mann im blauen Trikot. Punktbester unter 25 Jahren, müssen wir immer mehr dazu sagen. Dieses besondere Trikot, bester Italiener in dieser Saison. Bisher 11. im Gesamtweltcup. Der will natürlich auch mal aufs Podium. So, Wettlesjahrstart Christiansen hat in 26,1 Sekunden die 5 Scheiben abgeräumt. Und übernimmt jetzt hier die Führung von Sebastian Stalder. Also Christiansen vor Stalder, Rastogujevs auf der dritten Position mit der einen Strafrunde ja belastet. Ja, und die Windverhältnisse waren hier perfekt für Wettlesjahrstart Christiansen. Kein Wind, kein Problem. Also die Null muss stehen heute, definitiv. Ja, alles neu für diese Zuschauer auch hier aus der Schweiz. Bei diesem Heimweltcup und jetzt Durlaholm Lagreit, nur 2 Sekunden hinter Christiansen unterwegs. Sehen Sie unten in der unteren Leiste rechts, plus 2.0. Ja. Da war jetzt schon wesentlich mehr Risiko mit drin. Kaum, dass er 2 Sekunden gebraucht hat. 25,9 insgesamt, Durlaholm Lagreit. Ja, und das kommt dann eben noch dazu, das Risiko, das du nehmen kannst, musst oder sollst. Philipp Horn. Ah, kämpft mit der Atmung. Und die letzte Scheibe verfehlt er dann, muss in die Runde. Philipp Horn, Uroš Velepec am Glas und gleich rüber zu Endre Strömsheim. Neue das Bestzeit. Sind schon Referenzzeiten der Norweger hier. Die gilt es zu schlagen. Auch er hat ein wenig Rechtstendenz. Kann er das behalten? Ja, und der letzte sogar links. Also kein Problem für Strömsheim. Auch der geht hier mit 5 Treffern raus, ähnlich wie Christiansen und Lagreit, die Teamkollegen vorher. Philipp Horn kommt schon wieder raus und da kann sich Strömsheim zunächst mal schön hinten dran hängen. Das ist der Stand. Horn also 27,7 Sekunden dahinter und dann geht die Reise los für Benedikt Doll. Die ganze Familie ist hier, das tut ihm richtig gut, sagt er, nachdem er ja so lange unterwegs ist, der junge Papa. Alle mal wieder zu sehen und um sich zu haben. Und auch Philipp Navrat hat die erste Laufrunde hinter sich gebracht. Sehr gute Angangszeit. Jetzt geht's. Ja, hat auch zügig begonnen. Ein bisschen was riskiert. Das ist doch das, wozu er seine Athleten Uroš Velepec durchaus ermuntert. Offensiv alles anzugehen, aber auch bei ihm hier das kleine Nicken beziehungsweise ja, die kleine Enttäuschung beim Trainer mit dem Fehler. Ja, bin gespannt. Es war ganz leichter Wind von links nach rechts bei Philipp gerade eben. Dürfte aber keine Ausrede sein. Dann müsste er reagieren, wenn es denn kompliziert gewesen wäre. Florent Claude, der Belgier, der rausgeht. Und Philipp Navrat also an 4. Position, 16,4 Sekunden sein Rückstand auf Endre Strömsheim, der nach dem ersten Schießen führt vor Christiansen und Lagreit. Also 3 Norweger führen das Feld momentan schon wieder an, während wir hier Justus Strelo sehen, der als nächster Deutscher auf die Piste geht. Die gute Nachricht ist, dass Philipp Navrat enorm schnell unterwegs ist auf der Strecke.
da kann er vielleicht noch was gut machen. Ich hoffe, er hält das hohe Tempo. Da wird nochmal genau nachgesehen, wo war denn jetzt das Trefferbild. Wird natürlich später dann analysiert in der Besprechung. Tommaso Giacomel, dritte Laufzeit bis hierher zu dieser ersten Zeitnahme. Philipp Navrat hält da momentan die Bestzeit. Michal Krčmár aus Tschechien, diesem Jahr die Weltmeisterschaften in der Heimat. Das wird das große Ziel sein für diese Saison. Bislang noch ohne Top-10-Platz, aber da wird es andere Trainingsschwerpunkte und eine andere Saisonplanung geben bei der Mannschaft Tschechiens. Quentin Fillon-Maillet, auch noch nicht angekommen in dieser Saison. 18. nur im Weltcup. Beginnt hier mit einem Fehler, mit zweien gleich und jetzt reagiert er. Völlig falsch. Er hat zwar natürlich bei hoch gedreht, aber er hat einen Fehler hoch, einen Fehler tief geschossen. Das Justieren war jetzt war nicht hilfreich jetzt in dem Fall, aber ja, der Athlet sieht ja nicht, wo er hinschießt. 18. nur im Weltcup. Quentin Fillon-Maillet für den Moment. Dann kommt Martin Ponsiluoma, der sich gesteigert hat von Östersund nach Hochfilzen. Die Belastung seiner Hüftverletzung besser in den Griff bekommen hat. Und da sind wir gespannt, wo für ihn heute die Reise hingeht. Gerade eben auch, weil Sebastian Samuelsson nicht mit dabei ist. Ja, ein paar mehr Zuschauer heute, ein paar hundert waren es gestern. Zum Wochenende hin soll ich das Ganze hier auf ein paar tausend steigern bei der Premiere in der Schweiz. Einer der erfahrenen und langjährigsten Athleten, Wladimir Iliev, den wir hier sehen, 36 Jahre alt. In der Generation Tarje Bö, Simon Eder, der Älteste, mit 40 Jahren. So, und mit der 21 Emilien Jacquelin. Ja, die Franzosen haben auch noch viel, viel Luft nach oben. Justus Strelo macht sich auf den Weg. Auch er dreht bei hoch. Man hat bei Sonne angeschossen. Sonne von hinten drückt normal die Schüsse etwas. Deshalb werden sie alle jetzt bei hoch drehen. Ja, auch er tatsächlich hoch. Oh, auch hier mit dem zweiten Fehler. Volles Risiko. Oh. Ja, damit schießt er sich eigentlich schon raus, ja. Wenn man die Norweger hier beobachtet hat, die hier reinkommen, alles abräumen, läuferisch so stark sind. Der Mann in Gelb und Rot, Tarje Bø, der kommt ja noch. Das ist ziemlich aussichtslos für Emilien Jacquelin. Ein weiteres Mal in dieser Saison, ich habe es angesprochen. Auch Emilien Jacquelin, 17. nur im Weltcup. Eine Top-10-Platzierung und Sebastian Stalder kehrt zurück. Zweites Schießen, stehender Anschlag. Oh, jetzt büßt auch er viel, viel Zeit ein mit zwei Strafrunden. Das sind etwa 45 Sekunden, die er sich da einhandelt mit den beiden letzten Schüssen. Ja, der letzte war klar tief, den vorletzten, ich meine, er war links, ganz knapp. Christiansen. Ja, also die erste lässt er liegen. Schaut ein bisschen ungläubig. Wettnesjahrstart Christiansen. Und Johannes Kühn macht sich bereit. Katharina Blume links. Die Teamärztin mit dabei. Sie sehen es mit dem Walkie-Talkie. Da werden die Informationen rübergereicht vom Schießstand. Worauf muss ich achten? Was verändert sich vielleicht?
den einen oder anderen Tipp noch mitnehmen. Sturlaholm-Lagreit. Christiansen bleibt vorne nach dem zweiten Schießen. Trotz der Strafrunde vor Rastogujevs. Was macht Sturlaholm-Lagreit? Ja. Der hat schnell geschossen, der hat gezaubert und kann sich hier, beziehungsweise wird sich hier an die Spitze setzen. Hier vorne rechts ist die Zeitnahme, also der Weg von den hinteren stehenden Anlagen ein wenig weiter, aber kein Problem für ihn. Sturlaholm-Lagreit ist weg, im Vorjahr ja der Dauerzweite hinter Johannes Dinjesbø, aber mit den Leistungen von Hofhilsen, die kann er hier bis hierher bestätigen. So, jetzt aber Philipp Horn. Ja, bravo, ja, bravo. Sehr gut, das war sehr, sehr wichtig. Sie sehen es unten eingeblendet, 12,1 Sekunden sein Rückstand beim Eintreffen hier. Und durchpusten bei Tarjebø, der jetzt reingeht. Und Benedikt Doll liegt am Schießstand, wir beobachten es, falls er nicht zu sehen ist. Erster Schusstreffer, da ist er. Liegt sehr gut auch in der Zeit, der Benedikt Doll. Ja! Und schafft das hier, alle zu treffen, hat sich ja wirklich stabilisiert im Schießen. 90% ist so seine Marschrichtung für diese Saison, das will er hinkriegen, konstant. Beim ersten Schießen 100% und da setzt er sich vorne rein, zwischen die Norweger, hinter Strömsheim an die zweite Position. Dayan Danuser, weiterer Schweizer, der hier gefeiert wird, beziehungsweise begleitet wird lautstark. Und dann ist Philipp Navrat da. Auch der liegt noch gut in der Zeit. Mit einem Fehler, ja. Nur 8,6 Sekunden hinter Lagreit. Wahnsinn! Komm! Ja! Ganz stark, der Philipp Navrat. Ein weiterer überragender Auftritt von ihm. Bester Saisonstart bisher in seiner Karriere. Richtig gut unterwegs, Philipp Navrat. Der mischt da vorne voll mit. Ganz klasse gemacht. Auch gut, dass er da den letzten Schuss nochmal abgesetzt hat, sich die Zeit genommen hat, nicht durchgezogen hat. Er war nicht im Zielbild und da sehen wir es jetzt nochmal. Setzt er nochmal neu an, lässt sich die Zeit, atmet nochmal durch und setzt dann den letzten Treffer. Ganz hervorragende Arbeit von Philipp Navrat. Also nach dem zweiten Schießen Lagreit vor Philipp Navrat und an drei Philipp Horn. Vielversprechendes Zwischenergebnis aus deutscher Sicht. Und Sie haben es gesehen, mit Johannes Dorle macht sich hier der Nächste, einer der schnellsten im Feld, auf den Weg. Adam Reynolds aus Kanada, den wir hier groß im Bild sehen beim Start. Alle 30 Sekunden ja die Läufer ins Rennen geschickt. 25 Jahre alt. Einmal erst in den Punkten gewesen, in den bisherigen 5 Rennen. Aber jetzt einer, der ganz vorne landen will. Schauen Sie auf die Zeit. Ankunft 4,7 Sekunden. Im Vorteil Martin Ponsiluoma. Ja, da entsprechend sich dann Zeit genommen nach dem Fehler. Das wird hier gleich rausgefunkt. Also Strafrunde für den langen Schweden. Und Sturlaholm-Lagreit, der Startnummer 9, frühe Startnummer, große Führung. Nach 7,5 Kilometer waren es 29,2 Sekunden sein Vorsprung. Den hat er ausgebaut. Da dürfen wir gespannt sein, was Philipp Navrat hier leistet, ob er Zeit aufholen kann auf Lagreit. Und wir sind bei Justus Strelo, seinem ersten Schießen. 9,2 Sekunden.
war ja angeschlagen zuletzt, hat man an seine Laufzeiten in Hochfilzen auch gemerkt. Mal schauen, wie es ihm heute ergeht insgesamt. Sehr schön zu hören, diese Atmung zwischen den Schüssen. Aber die eine, die wollte nicht fallen. Insofern Strafrunde für Justus Strelo. Und die Startnummer 1, Pavel Nasik Magaseyev. So, jetzt haben wir es im Ziel. Und dann ist er bereit, Johannes Tinjes Bø. Rollt er das Feld jetzt da von hinten auf? Sicherlich von der Papierform her der Stärkste, der da jetzt noch kommt. Dieser hohen Startnummer hat natürlich damit alle Informationen, wie das Rennen bisher gelaufen ist, selbst beobachten können oder dann eben auch versorgt worden mit den Zeiten und mit den Positionen seiner Teamkollegen und den sehr guten Rankings der deutschen Mannschaft. Und Justus Strelo dahinter sollte jetzt nicht übertreiben wollen, um sich mit aller Macht da anzuhängen. Natürlich kann er das jetzt mal studieren, wie Johannes Tinjes Bø hier läuft. Aber von der Strecke hören wir, Philipp Horn macht eine sehr gute letzte Runde. Er holt auf Lagreit. Da sind wir gespannt, ob er im Ziel sogar vor Lagreit sein kann. Ja, wie erwähnt, er war ja wirklich im IBU Cup in herausragender Laufform. Johannes Kühn, zweimal in den Sprints unter den Top 10 gewesen. Also auch von ihm versprechen wir uns hier ein sehr, sehr gutes Rennen. Achter in Östersund, Neunter in Hochfilzen. Dreimal in den Top 10 gewesen in den 5 Rennen bisher. Und jetzt auch Philipp Navrat, nur noch 1,8 Sekunden bei der letzten Zwischenzeit hinter Lagreit. Also beide Deutsche holen da auf. Und voll auf Angriff. Philipp Navrat spricht auch für ein gutes Material, das sie heute unter den Füßen haben. Stalder kommt rein, aber hinter ihm Christiansen, der Norweger, der hier zunächst einmal die Führung übernimmt. Mit dem einen Fehler belastet, da muss er jetzt lange warten, was es wert ist. Bei der letzten Zwischenzeit fast 30 Sekunden hinter Philipp Horn. Und da kommt der Nächste, der ihn ablöst. Sturlaholm Lagreit, tadelloses Rennen, alles getroffen, sprintet hier noch ins Ziel. An die erste Position, also Lagreit vor Christiansen, Rastogujevs an 3, Stalder an 4. Sehr gutes Rennen von Sturlaholm Lagreit. Weitere Steigerung nach dem Start in Östersund, der nicht so gut war, der Steigerung in Hochfilzen. Heute auf dem Podest. In jedem Moment müsste jetzt Philipp Horn kommen, der hat ja die Nummer 10. Da kommt er. Ja, da kommt er schon, der Philipp Horn. Ganz, ganz knapp. Zeitgleich. Zeitgleich Philipp Horn mit Sturlaholm Lagreit. Wahnsinn. Und das mit einem Fehler. Lagreit alles getroffen. Philipp Horn mit einem Fehler, die Gratulation. Ja, ja, da wird das schon ausgetauscht. Wahnsinn. Zeitgleich die beiden. Und dann der Blick rüber zum gelben Trikot in Gelb und Rot als Führendem in dieser Wertung des Sprints. Und natürlich in der Gesamtwertung. Tarje Bø. Der führende Strömsheim nach dem Liegenschießen hatte 3 Fehler stehen schießen. Also der ist schon mal aus dem Rennen. Jetzt auch Tarje Bø mit dem ersten Fehler. Und setzt den zweiten noch oben drauf. Er hat ja gesagt, er fühlt sich gut, ist ganz locker drauf in den Rennen. Und wie locker ist Benedikt Doll drauf. Der führt hier mit 17,6 Sekunden Vorsprung ist er reingekommen. Jawohl! Benedikt Doll hat durchgezogen, hat es geschafft, alle 10 getroffen. Das kann heute der nächste Sieg werden. Er ist super unterwegs, klasse Basis am Schießstand. Und jetzt das, was er so, so gut kann wie kaum ein anderer, die Schlussrunde von Benedikt Doll. Fantastisch. Und Philipp Navrat im Ziel. Ah, und auch der, da kommt die Faust, der hat sie geschlagen, den Sturlaholm Lagreit und auch den Philipp Horn setzt sich an die Spitze. Also das sieht hier nach einem Top-Ergebnis aus deutscher Sicht aus. Tolles Rennen von Philipp Navrat und Sie sehen es, das haben wir auch bei seinem Sieg gesehen in Östersund. Die Faust,
Das ist das Zeichen. Das war ein klasse Rennen. Ganz perfekt war es nicht mit dem einen Fehler, aber läuferisch überragend. Eben mit dem Fehler, sich vor Lagrei zu setzen. Also bisher können sie mit den Norwegern einwandfrei mithalten, läuferisch. Das ist ja immer sehr wichtig und man kann begeistert sein über die Leistung derer, die jetzt schon im Ziel sind aus der deutschen Mannschaft. Ja, Dmytro Petrushny zurückgekehrt ja nach Verletzung in Hochfilzen. Dort schon mit richtig guten Laufzeiten, hier allerdings mit einem Fehler jetzt, also Strafrunde für ihn. Kam auch schon mit einem deutlichen Rückstand zum Schießstand, der Mann aus der Ukraine. Und nach dem zweiten Schießen also Dolfo, Lagreit, Navrat und Horn. Drei Deutsche unter den besten vier. Im Ziel Navrat und Horn auf 1 und 3. Horn, wie erwähnt, zeitgleich mit Sturla und Lagreit. Johannes Dahle, Sjevdal. Jetzt geht es auch mit ihm dahin. Zwei Fehler für Johannes Dahle. Auf alle Fälle ist er jetzt mal raus. Und Benedikt Doll hier zur Zwischenzeit. 25,6 Sekunden bei der Zwischenzeit. Es waren 19,2 nach dem Schießen. Das Schießen von Benedikt Doll hier noch einmal. 100% Trefferleistung. Wie wir gesagt haben, das ist notwendig, um heute auf alle Fälle eine gute Platzierung zu machen. Ob es zum Sieg reicht, da kommt ja noch Johannes Tinius Bö. Genau, das ist der Punkt. Das haben wir ja gesagt. Mit der Startnummer 53 erst ins Rennen gegangen. Der war noch nicht beim Schießen. Mal schauen, wie es dem ergeht am Schießstand. Bislang sieht das hier, und es wird auch, ein sehr, sehr gutes Ergebnis aus deutscher Sicht. Martin Ponziloma. Läuft auch sehr schnell. Ja. Oh, der ist noch mal gefährlich. Jetzt nicht mehr. Also in der Summe jetzt gar drei Fehler, Martin Ponziloma. Ja, und das ist natürlich die verständliche Reaktion da draußen am Glas. Die gute Botschaft ist über für Ponziloma, dass er wieder fit ist, dass er wieder gesund ist. Hatte Probleme mit der Hüfte am Anfang. Aber jetzt Niklas Hartweg. Der hier unterstützt wird, ich habe es angesprochen, nicht bei 100%. Wir mussten sehen, Remo Krug sagt, wie das heute geht. Sein Vater ja, der große Macher hier, der das Ganze hier in Lenzerheide initiiert hat. Aber jetzt sind wir bei Benedikt Doll. 32 to number, come on, every second for the Porsche. You will win, come on, auf geht's. You will win, ja, wäre schön. Ja, es wäre, Häuserland hat hier assistiert und Benedikt gibt alles. Ja, absolut. Und dann sind wir bei Johannes Tinius Bö. 9,8 Sekunden sein Vorsprung beim Eintreffen hier. Brutal seine Korntunnelerhöhung da. Ein Fehler hat er, den kann er aber kompensieren. Ja, ja. Mit dem Vorsprung und seiner Laufform kann er diesen einen Fehler kompensieren, aber da lauert ja noch das Schießen im stehenden Anschlag. Ja. So, Justus. So, Justus Schrelo. Ah, jetzt mit 50,4 Sekunden doch auch schon deutlich zurück. Ja, gutes Schießen nochmal von ihm. Schnelles Überschwingen des Gewehrs. 5 Treffer stehend. Also Navrat mit einem Fehler, Horn mit einem, er insgesamt mit einem Fehler. Und vor allen Dingen Benedikt Doll eben alles getroffen. Johannes Kühn rutscht hier auf die Matte. Ist der Nächste aus deutscher Sicht, der im liegenden Anschlag Maß nimmt. Da haben wir ihn. Und Johannes Tinius Bö ist 11,5 Sekunden zurück auf Rang 7 im Augenblick nach dem Liegenschießen. Ja, hat sich etwas Zeit genommen.
29,8 Sekunden insgesamt für Johannes Kühn. Du hast es ja. Oh, und dann der Sturz. Kleine Unachtsamkeit. Neu Tempo aufnehmen. Nichts passiert. Weiter geht's für Johannes Kühn. 15 Sekunden. Achter Rang für ihn nach dem ersten Schießen. Da liegt er noch vor Philipp Navrat. Nach dem ersten Schießen. Giacomel ins Ziel. Auf Rang 7. Drei Fehler insgesamt. Da muss er schon ordentlich gelaufen sein. Der Tommaso Giacomel. Momentan beste Laufzeit Strömsheim vor Horn und Navrat. Florent Claude. 32 Jahre alt, der Belgier. Belgische Mannschaft. Ein, zwei Leute mehr mit im Team. Wollen mehr auch an den Staffelwettbewerben teilnehmen. Sich breiter aufstellen und dann Benedikt Doll. Jetzt die letzte Kurve noch, Benedikt. Das Tempo mitgenommen. Weit rausgetragen. Nach 8,4 Kilometer mit 35,7 Sekunden vorne. Und das reicht ihm. Das reicht dem Benedikt Doll hier, die Führung zu übernehmen. Welch ein Rennen von Benedikt Doll. Wahnsinn. Deutliche Führung, 36,8 Sekunden vor Philipp Navrat. Yes, das ist die Befreiung, das perfekte Rennen. Das haben wir schon bei Philipp Navrat gesehen, diese Geste. Das hat heute alles gepasst. Doll von Navrat, Lackreit an 3, gemeinsam mit Philipp Horn. Schnellste letzte Runde vor Philipp Horn, Benedikt Doll mit 6,4 Sekunden Vorsprung, aber auch schnellste Laufzeit bisher, noch vor Endre Strömsheim, auch mit 6,3 Sekunden. Also Benedikt Doll hat alles das heute gebracht, was wir erhofft haben vorher. Seine Strecke, sein Wettkampf müsste das heute gewesen sein. Und das könnte doch auch ihm hier noch ein wenig Zuversicht mitgeben, David Zobel, wie gut seine Teamkameraden alle unterwegs sind. Er noch mit dem Auftrag im Gepäck, eine Teilnorm zu bringen für die WM. 14. war er einmal bislang, zweimal beste 15, einmal Top 8. Das ist die Vorgabe. Und, wie erwähnt, so ein wenig kämpft er auch mit Philipp Horn. Und der hat sich heute sehr deutlich gezeigt. Tarjebö. Es ist ein Traum im Augenblick. Drei Deutsche auf dem Podest. Natürlich zu viert mit Lagreit, zeitgleich ja, Philipp Horn und Lagreit. Also es ist unglaublich. Ja, und Tarjebö mit drei Fehlern, das ist schon sehr viel für ihn. Ungewohnt. Jeremy Finello auch mit zwei Fehlern, zwei Strafrunden. Remo Krug. Aber gestern schon erwähnt, wie gesagt, kämpfen mit Infekten im Team, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern haben sich alles ganz anders vorgestellt hier für diesen ersten Heimweltcup. Aber das kannst du eben nicht beeinflussen. Dmytro Pidruschny auf dem Weg in Richtung Ziel. Momentan auf einem Top-10-Rang, 9. Platz. Ja, und wir warten natürlich auf Johannes Tinjesbø. Was kann er hier noch erreichen und bewegen? Guter 6. Platz für Florent Claude für den Moment. Auch der hat alle 10 Scheiben getroffen. Oh, Justus kämpft, verliert natürlich etwas Zeit. Ist auch nicht zu erwarten, dass er mit einem Benedikt Doll oder Philipp Navrat auf der letzten Runde mithalten kann. Jesper Nelin, der Rückkehrer, nur in Östersund bislang. Dann musste auch er krankheitsbedingt raus aus dem Weltcup-Zirkus, jetzt also wieder mit dabei im Team von Johannes Lukas. Erste Serie, alles getroffen. Und jetzt hat er sich eine Strafrunde abgeholt. Johannes Kühn, 18,2 Sekunden, 20,1 sind es jetzt im Vergleich zu Strömsheim an dieser Position. Aber auch unterwegs in Richtung Top-10-Platz. Was dieser Tag, was dieses Rennen aussagt, ist, dass unsere Mannschaft tatsächlich körperlich extrem gut ist.
nach so einer langen Zeit sind sie da alle vorn dabei mit den Laufzeiten, während Michael Krutschmer hier ins Ziel läuft als 13. Also das ist schon ein tolles Signal. Natürlich müssen die Ski heute gehen, aber bei diesen schwierigen Verhältnissen, also vor allen Dingen in die Anstiege hinein, da so aufzutrumpfen, das zeugt von physischer Stärke, von physischer Klasse. Ja, und Martin Ponziloma kommt jetzt hier Richtung Ziel. Ja, alle haben sie gestaunt, schon in Östersund über das deutsche Team. Aber schauen wir, wo es ihn hier hinträgt. Vordere Platzierung. 3 Fehler hat er gemacht. Rang 5 im Moment. Martin Ponziloma. Schnellster Läufer, ja, heute. Genau. Noch 7,5 Sekunden schneller als Benedikt Doll. Ja, und gerade die Norweger haben gesagt, ja, das war jetzt das erste Wochenende, wir kommen dann schon noch. Aber die deutsche Mannschaft bestätigt das heute, diese Frühform, die sie in Östersund gezeigt hat, jetzt wirklich richtig gut. Und das hat natürlich optimale Voraussetzungen auch für die Verfolgung dann morgen. Aber warten wir jetzt erstmal ab, wie es da hier am Ende ausgeht, wohin sich Johannes Tindesbø platziert. Niklas Hartwig. Also auch für ihn hier ein Fehler. Draußen alles fixiert und festgehalten. Bester Schweizer momentan im Ziel. Burkhalter an 20. Position, Stalder an 23. Also kein guter Start für die Schweizer hier in dieses erste Wochenende. Und dann ist es gleich geschafft für Justus Strelo. 10. Rang im Moment. Und oben Johannes Tindesbø. Die Entscheidung in diesem Rennen. Der pflügt hier durch die Scheiben. 18,1 Sekunden. Alles riskiert, alles getroffen. Und damit ist er eben auf der Spur. Jetzt gleich durch die Zeitnahme. Ein paar Sekündchen sind's. 4,5 Sekunden hinter Benedikt Doll. Der hatte eine richtig gute Schlussrunde. Kann Johannes Tindesbø ihn da noch abfangen, in diesem Sieg noch klauen, den Benedikt Doll? Benedikt, bisher noch die schnellste Schlussrunde. Noch 4,4 Sekunden schneller als Ponziloma. Also ein gutes Zeichen. Aber wenn Johannes Tindesbø das weiß, wie knapp es dahinter ist, dann wird es schwierig für Benedikt Doll. Aber nicht unmöglich. Das ist vielleicht der kleine Vorteil, wie angetextet, eben Johannes Tindesbø, der versorgt ist mit allem, was er wissen muss, sich das Rennen entsprechend einteilen kann. Während wir hier Simon Eder sehen, auch der ja zurückgekommen, Hochfilzen auslassen müssen. Und dann schauen wir auf Johannes Kühn. Ja, die deutsche Mannschaft heute auch mit einem sehr, sehr guten Schießergebnis. Er hier mit 10 Treffern, genau wie Benedikt Doll. Navard und Horn jeweils nur ein Fehler, auch Strelo nur ein Fehler. Also das ist eine richtig gute Schießleistung. Ich schaue bei Johannes Kühn eigentlich nie aufs Gewehr oder auf die Scheiben, sondern immer auf seine Atmung, auf seinen Bauch. Und das ist schon gewaltig, wie der eigentlich in voller Atmung immer schießen kann, abdrücken kann, ohne einen Atemstopp. Wenn man mal auf den Bauch schaut, der atmet ständig durch, Schei. Er atmet durch und trifft alle. Das ist so super. Es gibt wenige Athleten, und ich kenne eigentlich aus ihm überhaupt keinen, der das so macht. Ja, er auch nicht, offensichtlich. Deine Reaktion hier, Ura Schwelle-Petz, ist erstaunt. Und Anerkennung draußen am Glas vom Cheftrainer. Bö an 2. Position. 3,7 sind es. Also knappes Sekündchen hat er sich daran geschlichen an Benedikt Doll. Ja. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, dass er nicht gleich in der Lage ist, so viel Zeit gut zu machen. Er hat es sicher versucht. Ja, und nachgeschoben vielleicht noch der beste Franzose, Fillon Maillet, jetzt auf 6. Perrault eben eingekommen, den wir unterwegs nicht gesehen hatten, auf 7. Wollen wir immer noch mit im Auge behalten, die Franzosen, die momentan noch schwächeln, aber sicher mehr und mehr kommen werden. Da sind wir uns eigentlich ganz sicher. Paribö mit den 3 Fehlern unterwegs.
keine Chance gegen die Zeit von Benedikt Doll. Oh, auch der hier, ähnlich wie Benedikt Doll, mit den Problemen da, mit vollem Tempo in diese Kurve. Aber das ist das, was Sven und Laura ja gesagt haben am Anfang. Heute ist alles so, dass du es voll laufen kannst. Aber hier haben sie doch noch mal einen Moment kämpfen müssen, um da sauber rumzukommen. Also der Mann in Gelb und Rot auf dem 10. Rang. Da wird sein Bruder sich noch davor schieben, ihn aus da rauszuschieben aus den Top 10. Und dann haben wir noch mal die Szene. Ja, das Umtreten hier kommt mit 45, 50 km/h. Aber wir schauen David Zobel zu. Ja. Ja, und der tut es ähnlich. Auch er trifft hier zunächst einmal alle 5 Scheiben. David Zobel. 23 Sekunden zurück bei Eintreffen hier. Da reiht er sich ein. Momentan 19. Rang, wie gesagt, vorderstes Ziel. Top 15, das wäre die halbe Norm, die er noch braucht. Mensch, Johannes, du spürst es schon auch, oder? Ja, gut, dass La Vita gibt. Ja, gut, dass La Vita gibt. Mit über 70 Sorten Obst, Gemüse, Kräutern, Ölen und allen wichtigen Vitaminen und Spurenelementen gibt's nur direkt bei La Vita. Und die frohe Kunde ist die letzte Zeitnahme. Vielleicht haben Sie es ganz oben rechts im Action gesehen. Johannes Tinjesbø hat auf Benedikt Doll verloren. Da stand plus 5,6. Zuvor waren es knapp 4 Sekunden. Also, pur. Die Chance ist groß, dass es so bleibt. Wenn Johannes Tinjesbø hier nicht noch auf der letzten Schleife mächtig was zulegt. Doll also von Navrat, Lagreit und Horn zeitgleich auf Rang 3. Und wo reiht sich da Johannes Tinjesbø ein? Justus Strelo auf 13. Da haben wir Benedikt Doll. Wird das sein 5. Weltcup-Sieg? Bei seinem Weltmeistertitel in Hochfilzen war es ja auch schon so knapp. Ich glaube, er hatte damals 0,7 Sekunden Vorsprung vor dem Zweitplatzierten. Wer es war, weiß ich nicht. Aber es war ein ähnliches Zittern, jetzt kann ich mir vorstellen, für Benedikt Doll, wenn er weiß, Johannes Tinjesbø kommt da jetzt noch. Letztes Jahr in Östersund das Einzel gewonnen. Das war sein letzter Sieg. Und Johannes, jetzt haben wir Johannes Dahles-Kjerdal mit den 3 Fehlern gleich zu Beginn. Keine Chance mehr, hier ganz vorne anzugreifen. Gutes Schießergebnis war heute nötig. Das haben die Deutschen gezeigt. Das hat Sturla Holm Lagreit gezeigt. Mit maximal einem Fehler. Am besten mit 0, da bist du ganz vorne. Und da haben wir ihn nochmal in der Studie. Ja, wie so oft schnellste letzte Runde Johannes Dahle. Er ist der Mann der letzten Runde. 3 Sekunden noch schneller als Benedikt Doll insgesamt. Aber ja, nur 1,1 Sekunden langsamer als Benedikt Doll auf der Strecke. Aber die letzte Runde, das ist seine Runde. Johannes Dahles Runde. Ja, bester Saisonstart auch für den Norweger. Und schön hier mal die Geschwindigkeit zu sehen. Bei Dmitri Shamaev, dem Rumänen. Geht jetzt. Juniorenweltmeister gewesen. Gebürtiger Russe, der für Rumänien startet. Oh, und da kommt einer ganz rechts, da kommt einer ins Ziel. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Da haben wir ihn, Johannes Tinjesbø. 8, 7, 6, 5. Ja, da ganz hinten kommt er erst. Also, Benedikt Doll bleibt vorne. Nicht zu schlagen, auch nicht von Johannes Tinjesbø, der sich den einen Fehler da geleistet hat. 5,4 Sekunden, aber er schiebt sich zwischen Doll und Navrat. Johannes Tinjesbø auf Platz 2 geschlagen, auch heute Benedikt Doll ganz vorne. Ja, so knapp war es, aber es war knapp. Es hat gereicht für Benedikt Doll. Also daran sieht man eben auch, immer informiert, genau gewusst, wie die Zeiten sind, wie knapp das ist. Johannes Tinjesbø, Doll vor Bö und Navrat, das ist das Podium. Lagreit mit Horn auf Position 4, 3 unter den Top 4. Ja, das hat es so nicht gegeben. Schon ewig nicht. Ja. Welch ein Tag, welch ein Start für die deutschen Männer hier in der Schweiz. Und nicht vergessen, 25 sind hier die Weltmeisterschaften.
Ja, und wir haben ja auch noch Johannes Kühn draußen, der sich mit Philipp Horn und Philipp Navrat da noch einen Kampf liefert. Die sind fast zeitgleich alle. Also auch Johannes Kühn läuft hier ein hervorragendes Rennen. Das ist David Zobel. Der hier gleich zur Zeitnahme kommt bei 5 Kilometern. Ja, verliert ein paar 7 Sekunden. Da kommt Johannes Kühn. Ja. Ah, er flucht. Nimmt etwas Geschwindigkeit raus, um die Kurve sauber zu kommen. Dafür muss er hier halt mehr Schwung nehmen jetzt, mehr Kraft aufwenden, um ins Ziel zu laufen. 36,8 schafft er nicht. Nein, die Zeit von Navrat geht durch. Jetzt Dylan Lagreit und Horn. Aber eine weitere Spitzenplatzierung aus deutscher Sicht. Welch ein Mannschaftsergebnis. Auch der hängt sich da vorne dran an den deutschen Zug. Benedikt Doll an 1, Navrat an 3, Horn an 4, Kühn an 6. Mehr Geschlossenheit geht nicht. Deutsche Mannschaft absolut in Topform. Und wie gesagt, das ist das 4. Wochenende schon. Alles kostet hier Kraft. Das ist auch eine mentale Herausforderung, das nochmal anzunehmen. Und wir gehen schnell mal rüber zum Benedikt Doll bei Nils Kaben und gratulieren zum 5. Weltcupsieg. Bitte, Nils. Das machen wir sehr gerne, Benedikt. Herzlichen Glückwunsch. 5. Weltcupsieg, der 1. in diesem Winter. Sie haben gerade ganz laut gejubelt, als es dann sicher war, als Johannes Tinjesbø über die Ziellinie ist. Was hat den Ausschlag gegeben heute für diese tolle Leistung? Nicht nur von Ihnen, sondern ja von der ganzen Mannschaft. Ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr gut geschossen. Aus Liegen war es nicht so einfach, aber stehend war ich am Schießstand und habe irgendwie schon beim Schießen gewusst, ja, ich fühle mich so sicher, das wird sicherlich eine Null. Also war wirklich ein geiles Gefühl beim Schießen. Und auf der Strecke hat mir, glaube ich, richtig, richtig gute Ski, also großes Lob an die Techniker. Ich habe so easy auf dem Leckreit immer Zeit rausgeholt, das ist nicht so üblich. Und das hat es jetzt am Ende, glaube ich, auch mit dem Johannes Tinjesbø entschieden. Ja. Spaßeshalber kann man natürlich sagen, die Schwiegereltern sind da und meine Frau. Also die haben sehr hohe Anforderungen und die haben gesagt, ohne einen Sieg kommen sie nicht her. Ja, dann kommen die bestimmt auch noch mal wieder. Ne? Wir haben ja gehört, dass diese Strecke so ein bisschen so wie der Wolf im Schafspelz daherkommen kann. Die sieht nicht so wahnsinnig kompliziert aus, kann es dann aber doch sein. Sind dann solche perfekten Ski, wie sie die Grundvoraussetzung, dass man da gut rüberkommt? Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt echt alle Bedingungen hier. Es war ja die letzten Tage mit dem Neuschnee unfassbar lahm. Also da wäre es richtig hart gewesen. Heute war es sehr, sehr schnell. Und man konnte sich eigentlich immer die Berge gut einteilen, weil man danach wieder eine schöne Abfahrt hatte. Und ja, das hat uns irgendwie jetzt und dem ganzen deutschen Team gut gelegen. Das Besondere ist ja auch, dass es hier eine sehr lange Abfahrt gibt, bevor man zum Schießen kommt. Konnten Sie sich da so erholen, wie man den Anschein haben konnte? Ja, es ging echt ganz gut mit dem Erholen. Man muss sagen, man ist ja hier in der Höhe, atmet mehr, aber durch die Abfahrt kann man das so ein bisschen kompensieren. Gibt es jetzt eine spezielle Mannschaftstaktik für den Verfolger? Jetzt schaue ich erstmal in Ruhe die Ergebnisliste an und dann machen wir uns einen Plan. Auf jeden Fall gibt es nachher noch ein bisschen Kaffeekuchen mit eigen selbstgebackenen Plätzchen. Ja, kann die Familie Doll ja ein bisschen ganz prima. Ne? Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Ja, und das sollte doch die nötige vorweihnachtliche Stimmung erzeugen. David Zobel, der hier reinkommt zum zweiten Schießen, der hat es ja noch nicht geschafft. Und kennt das oder hört das oder hat es nur verfolgen können aus der Ferne. Dieses bisherige Mannschaftsergebnis, das zu den Besten gehört in den letzten Jahren. Könnte noch um die Platzierung um die 10 kämpfen bei einem fehlerfreien Schießen. Das hat sich jetzt erledigt. Daumen drücken hat nichts geholfen für David Zobel. Mit diesen 2 Fehlern jetzt nochmal 300 Meter, die er da zusätzlich laufen muss. Diesen Blick über die Schulter. Ja, steht so ein wenig schon unter Druck, der David Zobel. Der Einzige, der die WM noch mal nicht geschafft hat. Jetzt ist mit Philipp Horn heute einer dazugekommen und Roman Rees wird sicher ab Januar wieder mittun können. Soll ja schon Ende des Jahres bei der World Team Challenge auf Schalke mit dabei sein. Ist immer ein ganz guter Einstieg auch.
dieser Wettbewerb, um dann in Oberhof wieder mit dem deutschen Team zu sein. Der wird das zu Hause, gute Besserung nochmal, von hier aus mitverfolgt haben. Vielleicht sogar mehr im Stehen als im Sitzen auf dieser tollen Ergebnisse. Und der Slowene Lovro Blanco, auch der hier mit einem riesen Schrei der Erleichterung. Absolutes Top-Ergebnis. Bei Junioren-Weltmeisterschaften, da war er schon mal auf dem Podium, aber im Weltcup ein solches Ergebnis hat er noch nicht geschafft. 22 Jahre alt, der junge Slowene, da wird Rico Gross richtig stolz sein auf ihn. Und was er da heute geleistet hat, herzlichen Glückwunsch. Ja, und Glückwunsch auch an Philipp Horn, der kann auch stolz sein und steht jetzt bei Nils, bitte. Ja, er sagt gerade noch, ich kann es gar nicht fassen. Herzlichen Glückwunsch, Philipp, Platz 4 zusammen mit Sturle Holm-Lagreit. Was genau können Sie nicht fassen? Ich kann es nicht fassen, dass ich gerade hier so eine Leistung im Weltcup abgerufen habe. Also ich bin jetzt 3 Jahre immer hin und her gependelt zwischen Weltcup und IBU-Cup. Es war so oft so, dass ich mich im IBU-Cup richtig gut gefühlt habe, dann im Weltcup kam, dann mich wieder gefragt habe, wo ist meine Form auf einmal hin? Und heute hat es von Anfang bis Ende richtig Spaß gemacht. Ich habe mich geil gefühlt, ich konnte richtig Druck auf dem Ski und auf die Stöcke bringen. Am Skistand nur einen hängen lassen, damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und ich bin gerade einfach nur glücklich, dass ich wirklich so weit vorne bin jetzt. Ist ja in diesem Winter so ähnlich. Ist ja auch Ihr erster Weltcup-Auftritt in diesem Winter. Ja, ich habe die Weltcup-Quali verpasst. Das war ziemlich enttäuschend für mich. Es war so ein erster Rückschlag, aber ich habe dann gedacht, ich fühle mich gut. Eigentlich bin ich gut durch den Sommer gekommen. Alle Zeichen standen eigentlich auf positiv. Körpergefühl gut, Schießen gut. Und ich dachte mir, so jetzt machst du einfach das, was du kannst und hast Spaß bei der Sache und dann schaust du, wo du stehst. Und jetzt stehe ich hier und bin einfach nur überglücklich. Und haben Sie das auf der Schlussrunde schon tatsächlich auch spüren können, dass Sie da so gut unterwegs sein würden? Ja gut, ich hatte eine sehr frühe Nummer mit Nummer 10, da weiß man natürlich nie so richtig. Aber ich hatte so ein paar Gradmesser, denke ich, schon vor mir mit Christiansen, mit Lagreit. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ich bin in Schlagdistanz. Ich habe mich auch echt gut gefühlt und wusste, ich kann hier richtig drücken nochmal die letzte Runde. Ich bin nicht kaputt gegangen auf den letzten Metern. Und ich hatte schon ein gutes Gefühl eigentlich, als ich ins Ziel gekommen bin. Und es ist auch ganz schön, dass Sie die WM-Norm damit in einem Streich erledigt haben? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich kann es nicht fassen. Es ist unglaublich, wirklich. Also ich bin sprachlos. Tolle Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. Ja, ein überragender Tag für einen Sportler, solch ein Ergebnis hinzulegen. Unverhofft kommt dann manchmal oft, aber er hat es rübergebracht und der Fahrstuhl bleibt vielleicht für ihn jetzt mal ganz oben stehen für die nächsten Zeit. Da haben wir nochmal die Szene mit Lagreit im Ziel, der ja immer, er hat es ja erwähnt, hin und her gependelt ist zwischen IBU Cup und Weltcup. Jan Philipp läuft hier in einer Liga mit Philipp Navrat und Benedikt Doll. Die sind ja nur auf 10 Sekunden zusammen insgesamt. Also das ist absolute Weltklasse und es freut mich für ihn, dass es jetzt mal aufgegangen ist. Genügend Rückschläge hat er schon hinnehmen müssen. Und das tut dann auch der Seele gut, wenn Philipp Horn mal so ein Klasseergebnis hier erzielen kann. Absolut. Und das spricht ja auch für die geschlossene Mannschaft, für die Stärke der Mannschaft. Und dann eben bleibt einer hängen in der Qualifikation. Das ist immer bitter, weil der Aufwand ist der gleiche. Er hat es ja beschrieben, hat sich gut gefühlt. Und jetzt hat er aber seine Chance genutzt. Sind wir gespannt, wie das weitergeht im Verlauf der Woche. Wird jetzt auch so viele Punkte hier eingesammelt haben, dass er im Massenstart teilnehmen kann. Die besten 25 aus dem Weltcup und die besten 5-Punkte-Sammler aus Sprint und Verfolgung werden dabei sein am Sonntag. Vielleicht auch, oh, ich glaube schon, Philipp Horn. Weil mit dieser Ausgangssituation, die ja auch für die deutsche Mannschaft für morgen, für die Verfolgung kaum besser sein könnte, ist die Chance riesengroß. Das Wetter soll schön werden, auch wieder Bedingungen ähnlich wie heute. Also die Voraussetzungen sind da. Es gilt eben die Nerven zu bewahren und 4-mal gut zu arbeiten am Skistand. Dann ist wieder alles möglich. So sieht's aus. Also zunächst mal hier viele, viele Gesichter lachend, gute Stimmung im deutschen Lager und auch in der Fanszene da draußen, die angereist sind und sich diese Premiere hier in der Schweiz nicht entgehen lassen wollten. Italiener Seni, und dann wollen wir doch sehen, wie David Zobel hier in Richtung Ziel marschiert, wird nochmal angefeuert. Als ordentlich am Kämpfen mit den 2 Fehlern da im stehenden Anschlag. Natürlich keine Chance, auch nicht unter die besten 15 zu kommen. Ja, noch ein paar Punkte mitnehmen. Ja.
das wäre es hier schon, noch eine ordentliche Laufzeit hinlegen und sich den Trainern so zu zeigen, dass man sagt, schaut, ich habe auch gekämpft und gelaufen bin ich auch nicht so schlecht. Patrick Braunhofer, weiterer Italiener, der bislang in dieser Saison aber erst einmal in den Punkten war. Also die besten 40 werden ja mit Weltcup-Punkten bedacht. Dieser 40. Rang bringt einen Punkt. Bisher schießt er hier sehr gut. Ja, trifft auch die letzten 5 Scheiben. Also 10-mal getroffen. Zufriedenheit da draußen für die Leistung von Patrick Braunhofer. Und das könnte hier je nach Schlussrunde seine beste Saisonleistung werden. Im Bereich seines Teamkollegen Spionar unterwegs. Joni Mustonen aus Finnland, 29 Jahre alt. Ja, trotz der Nullfehler im liegenden Anschlag, mehr als eine Minute zurück. Jetzt kommt noch mal eine Strafrunde mit obendrauf. Und das ist der Blick hinein in dieses Hochtal über Chur hier in Graubünden. Herrlich gelegen, dieses kleine Stadion. Und als die Zeiten hier so durchliefen, war doch bemerkenswert, dass der Belgier Florent Claude, einer der drei Claude-Brüder, im Ziel auf Rang 12 ist. Das ist zwar keine Sensation, weil er schafft das öfters so zwischen 10 und 15, aber es ist doch wieder eine herausragende Leistung für den Belgier, für Belgien. Ein schönes Ergebnis. Emilien Claude. Der Bruder, jawohl, der für Frankreich startet. Aber nicht wirklich Schussglück hat heute. Zügig geschossen, aber in der Summe 3 Fehler, das ist dann zu viel. Und David Zobel jetzt auf den letzten Metern. Und den dritten Fabien Claude müssen wir auch noch erwähnen, der heute gestartet ist für Frankreich. Ist Dritter mit 3 Fehlern, 24. im Augenblick. Ja, und für David Zobel wird es hier in diesem Sprint nichts mit der Teilnahme. Aber die Laune da draußen bei den deutschen Fans, die sind natürlich alle glücklich auf das Gesamtergebnis der deutschen Mannschaft. 37. für den Moment. Da sind ja noch einige unterwegs. Da werden sich vielleicht der ein oder andere noch davor schieben vor David Zobel. Also wir können, während wir ihn hier nochmal in der Zeitlupe kämpfend sehen auf den letzten Metern, den David Zobel von einem wirklich seltenen Moment sprechen. Ein solches Mannschaftsergebnis. 4 deutsche Fähnchen auf der ersten Seite, angeführt von Benedikt Doll, 5. Weltcupsieg. Johannes Tinjesbø geschlagen, Philipp Navrat auf 3. Stola Holm-Lagreid und Philipp Horn teilen sich Rang 4 und Johannes Kühn mit seinem besten Sprintergebnis, dem besten Saisonergebnis mit diesem 6. Rang komplettiert diese wirklich überragende Leistung der deutschen Mannschaft. Wir gehen kurz nach Mainz und sind dann wieder hier für die Analyse.